Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist zu begrüßen, wenn alle demokratischen Fraktionen oder zumindest fast alle der Kasseler Stadtverordnetenversammlung sich in einer Resolution gegen das Sterben im Mittelmeer, gegen die Abschottung Europas positionieren und ihre Solidarität mit der Seenot erklären. Diese Erklärung ist in erster Linie symbolisch, allerdings sind auch solche Symbole wichtig in einer Zeit, in der rassistische Hetze und Stimmungsmache gegen Geflüchtete in Teilen der Gesellschaft zunehmend salonfähig geworden ist. Wir unterstützen diese Resolution und erklären uns solidarisch der Seenotrettung Geflüchteter und der breiten gesellschaftlichen Bewegung, die sich in den letzten Monaten auch in Kassel formiert hat, um praktische Solidarität zu leisten und den rassistischen Parolen im sich formierenden Sumpf zwischen Seehofer, Söder, AfD und Pegida entgegenzutreten. Ein paar Punkte gibt es allerdings, die wir uns konkreter und handlungsorientierter gewünscht hätten. Es gibt kommunale Handlungsmöglichkeiten, die genutzt werden können, um nicht nur allgemein Solidarität zu zeigen, sondern diese auch praktisch wirksam werden zu lassen. Gut wäre zum Beispiel gewesen, wenn die Kasseler Stadtverordnetenversammlung sich dem offenen Brief der Oberbürgermeister von Köln, Bonn und Düsseldorf angeschlossen hätte und konkret die Aufnahme von geretteten Wohnzwischenlingen angeboten hätte. Die räumlichen Kapazitäten und die Infrastruktur dafür sind durchaus vorhanden und könnten dafür genutzt werden. Denn auch wenn die Kommunen die Herausforderungen nicht alleine bewältigen können, bedarf es unserer Ansicht nach auch solcher Hilfestellungen und Kommunen, die vorangehen und sich als sichere Häfen zur Verfügung stellen. Mit den 5 Punkten, die im hinteren Teil des Antragstextes enthalten sind, können wir uns durchaus problemlos antworten. Insbesondere finden wir es richtig, dass als wesentliche Fluchtursache, die bekämpft werden muss, die Handelspolitik Deutschlands und der EU benannt wird, die in vielen Ländern Afrikas und Asiens dafür verantwortlich ist, dass etwa die Märkte mit europäischen Agrarprodukten überschwemmt und damit die einheimische Landwirtschaft in den Ruin getrieben wird. Schwimmende Fischfabriken aus Europa, die Fischereigewässer vor den Küsten Westafrikas leerfischen und damit zahlreiche einheimische Fischer um ihre Existenz bringen oder europäische Länder ihre Ölwerke in afrikanische Länder exportieren und damit Umweltkatastrophen auslösen, die die Lebensbedingungen von immer mehr Menschen unerträglich machen. Zum Änderungsantrag der FDP. Dieser ist für uns doch schwierig, denn erstens hat er thematisch mit dem Bereich Flucht gar nichts zu tun. Es geht um legale, migrationsfähige, genau jenseits dieses Problemkreises. Und genau das ist eben ein anderer Punkt, über den kann man diskutieren, aber eben nicht im Rahmen dieser Resolution. Deshalb gehört er hier nicht rein. Zweitens muss ich für meine Fraktion betonen, dass die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz, das wird Ihnen eine etwa 3-minütige Google-Recherche bestätigen, in der Linken äußerst kontrovers diskutiert wird. Es würde zwar, je nachdem, welche Ausrichtung ein solcher Entwurf hätte, womöglich für etliche Menschen eine Verbesserung bedeuten, weil es bis dato jenseits von Asylrecht Hilfe für ausgewählte Kriegsflüchtlinge und Studenten, dieser de facto für die meisten Nicht-EU-Bürgerinnen überhaupt keine Möglichkeit der dauerhaften Einwanderung nach Deutschland gibt. Aber die derzeit dominierenden Vorstellungen von einem solchen Einwanderungsgesetz sind in erster Linie von dem Wunsch diktiert, hochqualifizierte Fachkräfte in erster Linie diese anzuwerben und nicht etwa von der allgemeinen Erkenntnis, dass Deutschland schon immer ein Einwanderungsland war, in dem Menschen legitimerweise ihr Glück, ein Auskommen und ein besseres Leben gesucht haben. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wer Kriterien für illegale Einwanderung entwickelt, damit auch definiert, welche Personengruppen hier nicht erwünscht sind, also Abschiebung legitimiert. Diese jedoch lehnen wir als Linke kategorisch ab, weshalb wir uns auf Bundesebene und Landesebene bisher nicht für ein Einwanderungsgesetz ausgesprochen haben und weshalb es für uns schwierig gewesen wäre, diese ansonsten gute Resolution zu unterstützen. Letztendlich verdeckt die von verschiedensten Seiten lancierte Diskussion ja auch, dass es auch ohne umfassende Gesetzeswerke längst möglich wäre, Einwanderung jenseits von Flucht und Asyl zu erleichtern. Eine erleichterte Familienzusammenführung beispielsweise könnte durch einfache Änderungen des bestehenden Rechts ermöglicht werden. Die bisherige restriktive Vorrangprüfung durch die Bundesagentur für Arbeit zugunsten von Deutschen könnte abgeschafft werden und eine dauerhafte Aufenthaltssicherung und Einwirkung durch geringfügige Änderungen des Aufenthalts- und Einwirkungsgesetzes ermöglicht werden. Für diese Maßnahmen, die nötig sind, wäre also gar kein großer Wurf notwendig, sondern nur der politische Wille, der an dem fehlt, ist in vielen Teilen bundesweit
mehr legale Einwanderungswege zuzulassen und Einwanderung zu erleichtern. Deshalb denke ich, dass der Entwurf, so wie er ist, so zwar sicherlich verbesserungsbedürftig noch wäre, aber eine gute Grundlage darstellt für einen Konsens, auf den alle demokratischen Fraktionen sich stellen können und mit dem sie politisch arbeiten können und der weiterentwickelt werden kann. Deshalb stimmen wir diesem Antrag zu und bitten auch alle anderen, auch die FDP, Freie Wähler, dies zu tun, unabhängig davon, dass einzelne Forderungen nicht berücksichtigt wurden. Das geht uns ja eben. Danke.